So, gewonnen. Alles cool. Super. Geht doch. Meine Güte. Und sogar ein Level-Up. Wer hätte das gedacht? Boah. Nie wieder dieses Scheißvieh. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. So sehr. Du hast den Candelaber der Grundfesten erhalten. Boah. Ich hasse ihn. Du hast eine vertraute Stimme. Also haben jene, die Candelaber trugen, einander angezogen. Kommentar, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Es eilt nicht, aber könntest du uns deinen Candelaber bringen? Ich werde dir Zugang zum Labyrinth von Amala gewähren über das Terminal. Ich erkläre dir die Details, sobald du hier ankommst. Bis dahin solltest du dafür sorgen, dass du den Candelaber nicht verlierst. Du kannst die Stimme der Lady nicht mehr hören. Ja, guck dich an. Scheiße angeschlagen. Ein Team. Oh Gott. Und so muss ich auch noch zurückkommen. Denn ja, ich werde jetzt einfach nur speichern. Und dann hoffe ich, dass das. Ja, kommt eine Abwehrglocke. Ich werde jetzt speichern gehen und hoffen, dass ich nicht mehr in allzu viele Schwierigkeiten gerate, weil. Mit dem Team gewinne ich kein Blut. Oh fuck, ich bin zu weit gelaufen. Nein! Nicht zu weit laufen. Ja, ja, oh Gott, öffne es. Ich muss zu einem Speicherpunkt kommen und auf mich heilen, denn sonst gehe ich auf die Barrikaden. Sonst gehe ich drauf. Mehr muss ich doch gar nicht dazu sagen. Sonst gehe ich einfach drauf. Und da ich da nichts Besseres zu tun habe, zeige ich euch kurz das Labyrinth von Amala, was gerade erwähnt wurde. Aber erstmal heilen. Heilen! Denn sonst geht der Stepp. Na gut, ich muss meinen wahren Namen nicht die ganze Zeit rumposauen. Geht der Kommentator tot. Und tot gehen mag der Kommentator nicht so sehr und das wollen wir verhindern. Bayerischer Aktion. Eine französische Aktion. Und Aktion schlechthin. Schritt 1, sowieso speichern. Einfach nur weil er jetzt tot ist. Das wird jetzt gespeichert, so. Ja, ich habe zwischendurch einfach mal ein Video fertig gemacht und war ein bisschen abwesend. Deswegen jetzt der große Sprung von den Stunden her. Riesenschrumpf aber auch. Ja. Ja, jetzt könnten wir immer uns zum Labyrinth von Amala teleportieren. Wir werden uns jetzt aber erstmal nach Ginza teleportieren, um uns zu heilen. Und das ist so bitter nötig. Aber hey, ihr müsst zugeben, der Sieg war episch. Der Sieg war so episch. Epischer geht's gar nicht mehr. Vermutlich. Unter Umständen. Ich weiß es nicht. Aber er war gut. So. Hallo, Fontänedame. Ja, das geht jetzt ganz schön ins Geld. Aber okay. Alles lebt wieder. Alles lebt wieder. Zoome und Pixie. Dann haben wir. Aha. Du musst eh fertig, ne? Du warst eh fertig. Du kommst dann danach und dann. Dann kommt noch Nuri. So. Jetzt gibt's noch ein Problem mit dem Labyrinth von Amala. Es kann und wird sehr wahrscheinlich sein, dass mein Spiel sich da ab und zu mal auffängt. Das hab ich. Als ich jetzt Gebrauch gekauft habe, hatte ich schon direkt da, also denke ich nicht, dass die Zeit ihm jetzt einen besseren, ja, Schneid gibt, sondern es wird sich garantiert auch nochmal so aufhängen. Na gut. Macht ja nichts. Kriegen wir noch hin. Ja, Labyrinth von Amala, da gehen wir jetzt hin. Natürlich haben wir so einen wunderschönen gleichen Raum, weil sonst wäre das irgendwie dumm und dämlich. Sozusagen.
Boah. Ach, das kennen wir noch irgendwo her. Das Labyrinth von Amala. Ja. Es ist Cutscene-Time. Da ist ein Guckloch. Willst du hindurchblicken? Ja! It's time for more voice acting action. Genau. War der Stein schon weiter? Nur so eine Frage. Ja, diese ganzen Mieten wieder durch. Kommenta, du hast diesen Scheusal den Candelaber abgenommen. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, auch wenn die Welt sich verändert hat. Ich habe an dich geglaubt, daran, dass du immer deine meine Stärke sein wirst. Mein Meister lässt dir Folgendes ausrichten. Der Candelaber, den du geschafft hast, er gehört zu seiner wertvollen Sammlung. Die Candelaber sind Flammen des Lebens, die den Magazui-Fluss innerhalb des Labyrinths von Amala steuern. Doch sie wurden von schrecklichen Scheusern gestohlen. Die Candelaber gewähren ihrem Besitzer den Zugang zum Labyrinth von Amala. Aber dieses Privileg ist wenigen Auserwählten vorbehalten. Das Betreten dieses Ortes hat ist allen strengstens verboten, abgesehen von jedem, den mein Meister es gestattet hat. Deshalb wollen wir dich um einen Gefallen bitten. Könntest du die Candelaber, die Flammen des Lebens, welche die Korridore des Labyrinths erhellen, holen und hierher zurückbringen? Das ist der Wunsch meines Meisters, die 11 Candelaber zurückzubeschaffen. Wenn du diesen Auftrag annimmst, erhältst du Zugang zum Labyrinth von Amala. Ich glaube, das ist ein faires Angebot, aber die Entscheidung liegt ganz bei dir. Wirst du es tun, meinen Meister zu lieben? Ja, gut war das. Danke, Kommenta. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich meine, ich wusste, dass du unser Angebot annehmen würdest. Candelaber neigen dazu, einander anzuziehen. Deshalb habe ich dir einen gegeben. Wenn du einen Candelaber bei dir trägst, wirst du nach und nach auch die anderen finden. Wenn du einen Candelaber findest, dann platziere ihn bitte auf dem Podest der jeweiligen Ebene des Labyrinths. Ich werde dich belohnen, wenn du sie an ihren angestammten Platz zurückbringst. Wenn du dein Candelaber an die Drehtrommel von Amala hältst, das Gerät, das in Tokyo Terminal genannt wird, dann kannst du diesen Ort jederzeit betreten und verlassen. Bitte pass auf dich auf. Meine besten Wünsche begleiten dich. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Mal sehen, ob unser Scheusal siegreich sein wird. Ob er derjenige ist, auf den wir gewartet haben. Ein dunkler Plot im Hintergrund des Spiels. Uns wurde jetzt der Weg geöffnet. Und jetzt hier durch dieses Ding in den ersten Abschnitt des Labyrinths von Amala gelangen, aber das werden wir ein andermal tun, denn ich habe jetzt die PlayStation lange genug laufen lassen. Machen wir ein bisschen Moonwalken. So, und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Im großen Tunnel von Ginza, wie immer, denn mittlerweile können wir endlich weitergehen. Vorher wird euch aber noch ein kleines Special-Video erwarten.
Nämlich, falls jetzt alle denken, so, wow, yeah, der hat's drauf, der hat gegen den, gegen Matador gewonnen in 2 Anläufen, ja. Ihr werdet ja dann schon sehen. Auf alle Fälle wünsche ich noch viel Spaß mit meinem Let's Play und sage Tschüss und auf Wiedersehen.